lernen von Brüchen. Zwei Viertel gingen eines Tages zum Sportplatz zum Fußball zu spielen. Er wollte sich mit seinen Freunden ein halbes und drei Viertel treffen, aber es war nicht da. Deswegen spielte er allein. Er jonglierte mit dem Ball und wollte einen Hochschuss machen. Der Ball rollte den Berg hinunter Richtung Straße. Zwei Viertel merkte nicht, dass ein Schnürsenkel gelaufen war und rannte den Berg hinunter. Plötzlich stolperte er und rollte den Berg runter. Als er unten war, merkte er, dass er auseinandergefallen war. Also sagte die zwei, ich war immer unten, und die vier sagte, ich war immer oben. Als zwei Viertel in den See schaute, merkte er, dass er nicht mehr zwei Viertel war, sondern vier halbe. Als er nach Hause ging, fragte sein Bruder drei Viertel, was ist denn mit dir passiert? Das erinnert mich irgendwie an den Kerbbruch und das Dividieren von Brüchen. Wie geht das nochmal? Also, wenn wir diesen Bruch dividieren möchten, müssen wir den Kerbbruch einsetzen, also den zweiten Bruch umtauschen. Dann heißt der nicht mehr zwei Viertel, sondern vier halbe. Und dann dürfen wir auch nicht mehr geteilt durchrechnen, sondern mal. Also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 3 mal 4 sind 12 und 4 mal 2 sind 8, also 12 Achtel. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir diesen Bruch noch kürzen können. Ja, das geht durch 4, denn 12 durch 4 sind 3 und 8 durch 4 sind 2, also 3 halbe. Jetzt können wir diesen Bruch nicht mehr kürzen, also sind wir fertig. Soll ich mich jetzt wieder zu meinem normalen Bruch machen? Oder soll ich ein Kerbbruch bleiben? Hey, bleib doch ein Kerbbruch. Ich kenne niemand, der ein Kerbbruch ist. Okay.